Hallo, mein Name ist Alexander und ich zeige euch heute, wie man GTA 4 auf der Xbox modden kann, dass man stärkere Waffen hat und die Autos schneller fahren können. Ihr müsst euch zunächst dieses Programm aus dem Internet herunterladen, aus Re uploaded und ich zeige euch den Link. Warten Sie kurz. Einfach diesen Link herunterladen, dann starten. Passen Sie auf. Dieses Programm ist illegal, weil das Windows nicht zulässt, müssen Sie das Virenschutz ausschalten. Es ist kein Virus. Es ist hundertprozentig rein. Sie können es gerne mit dem Virenchecker drüber laufen lassen. Nur ein Virenprogramm zeigt es als Virus an, obwohl es kein Virus ist, weil es ein illegales Programm ist von Microsoft. So, man kann. Das ist nämlich eine Server-Exe-Datei. Das schickt eine. Die Mod-Datei übers Netzwerk an die Xbox 360. Ich kann es euch gerne vorführen. Wenn man das Virenschutzprogramm ausgeschaltet, zum Beispiel wie ich, drückt man drauf. Dauert, passiert gar nichts. Wenn es fertig geladen ist, Bingo. Jetzt hat es schon in die Xbox die Datei weitergeschickt. Man kann nämlich zum Beispiel aus einer Pistole dann Waffen schießen, Raketen schießen, dann hat man unendlich viel Munition. Und ist einfach alles gestärkt. Man kann nicht mehr sterben. Und es geht voll ab. Und dann viel, ich wünsche euch viel Spaß mit bei GTA 4, mit dieser veränderten. Eure Freunde im Online-Spiel würden staunen, was ihr auf einmal könnt, und wundern sich, warum du nicht sterben kannst. Viel Spaß damit, wünscht euch Alexander Seitz.